Einen schönen guten Abend. Das hier ist das Journal BW am Dienstag und das hier sind unter anderem Ihre Themen. Weißensberg. Verdächtiger stellt sich der Polizei nach dem Mord an einer 22-Jährigen. Ulm. Die Stadt feiert ihren Schwörmontag auf und an der Donau. Zwei schwer und drei leicht Verletzte. Das ist das Ergebnis eines Attentats mit einer Kettensäge in der Innenstadt von Schaffhausen in der Schweiz. Der mutmaßliche Täter ist derzeit noch auf der Flucht, aber die Polizei fahndet mit Hochdruck international nach ihm. Es ist kurz nach 10 Uhr, als der mutmaßliche Täter mit einer Kettensäge bewaffnet ein Versicherungsbüro in der Schaffhauser Innenstadt betritt. Er verletzt zwei Personen mit der Säge, drei andere erleiden Verletzungen, vermutlich auf der Flucht vor dem Angreifer. Als die Polizei eintrifft, ist der Tatverdächtige mitsamt der Kettensäge verschwunden. Wir wissen nicht, wo der Täter sich aufhaltet. Er kann überall sein. Wir haben im Moment keinen Anhaltspunkt. Auch eine Flucht über die Grenze nach Deutschland will die Schweizer Polizei nicht ausschließen. Mit 100 Einsatzkräften ist sie auf der Suche nach dem Tatverdächtigen. Und sie muss vorsichtig vorgehen. Er ist meines Erachtens sehr gefährlich aufgrund der Tat, die er heute verübt hat. Und wir haben schon einige Vorkenntnisse, dass er vor allem, wenn er in die Enge getrieben wird, zu Aggression neigt. Und wir wissen auch, oder wir vermuten zumindest, dass er die Kettensäge noch bei sich hat und dass er auch sonst wie bewaffnet sein könnte. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen davon aus, dass es sich bei dem mutmaßlichen Täter um einen 51-jährigen Schweizer handelt, der wohnungslos ist. Er lebe seit einiger Zeit im Wald. Die Polizei kennt ihn. Bereits zweimal sei er vorbestraft wegen Verstößen gegen das Waffengesetz. Das Motiv hinter der aktuellen Tat wird noch genauer ermittelt. Die Staatsanwaltschaft sagt nur so viel. Das Motiv ist Gegenstand unserer Abklärungen. Aber ich kann bestätigen, dass das nicht eine Tat gegen eine willkürliche Person gewesen ist, sondern sie hat sich klar gegen Mitarbeitende dieser Versicherung gerichtet. Was aber nicht heißt, dass dieser Mann nicht auch für andere Personen eben gefährlich ist. Die Polizei erklärt, alles Mögliche zu tun, um den Täter schnell zu finden. Bis dahin muss sich die Bevölkerung auf patrouillierende Beamte und laute Sirenen einstellen. In der Sache halten wir Sie natürlich auf dem Laufenden und wir machen nun weiter mit den Kurznachrichten des Tages. Polizei räumt Gaststätte. Wegen einer Bombendrohung hat die Polizei am Montagabend ein Ulmer Lokal evakuiert. Ein bislang unbekannter Mann hatte kurz nach 21 Uhr bei der Polizei angerufen und mitgeteilt, dass er in einer Gaststätte in der Frauenstraße eine Bombe deponiert habe. Daraufhin wurde das Lokal von der Polizei geräumt und die Räumlichkeiten unter anderem mit einem Sprengstoffsuchhund durchsucht. Eine Bombe konnte nicht gefunden werden. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den Anrufer wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhungen von Straftaten. Millionenhilfe für Flughafen. Die Stadt Friedrichshafen und der Bodenseekreis haben ein 2 Millionen Euro großes Nothilfepaket für den Bodensee-Airport geschnürt. Das Geld soll der Flughafen dafür einsetzen, eine Fluggesellschaft für den Neustart der Linienverbindungen nach Hamburg, Berlin und Köln zu finden und diese langfristig an den Flughafen zu binden. Immer wieder waren in der Vergangenheit Flugzeuge auf den Strecken aktiv, doch sie wurden zahlungsunfähig oder stellten aus anderen Gründen den Betrieb ein. Unklar ist derzeit noch, ob das Geld in Form von Krediten oder ohne Erwartung einer Rückzahlung geleistet wird. Außerdem könnte es noch Zuschüsse weiterer Anteilseigner am Airport geben. Der Grundstein ist gelegt für den Neubau der Technischen Fakultät an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Hier nahe dem Zentrum sollen die in Stuttgart verteilten Einrichtungen der Hochschule zusammengeführt werden. Finanzstaatssekretärin Gisela Splett nannte das bei der heutigen Zeremonie einen wichtigen Schritt für die Verbindung von Theorie und Praxis bei der DHBW. Das Land hat 89 Millionen Euro für den Bau bereitgestellt. Ende 2019 soll der fertig sein. Das Einparken kostet Autofahrer unheimlich viel Zeit, Nerven und wenn es schlecht läuft, auch noch viel Geld. Das muss jetzt nicht mehr sein, zumindest wenn es nach Daimler und Bosch geht. Die Unternehmen haben gestern in Stuttgart das Pilotprojekt Fahrerloses Parken vorgestellt. Wie das Auto alleine eine Parklücke findet, gleich hier bei uns im Journal BW. Selbst Einparken war gestern. In einem Pilotprojekt testen Bosch und Daimler in Stuttgart derzeit fahrerloses Parken im Parkhaus. Per Smartphone-Befehl sollen die Autos alleine einen Parkplatz finden und dann auch noch in ihn hinein einparken. Wie das genau funktioniert? Unsere Reporterin Lena Konrad hat es getestet und das mit gutem Grund.
Ah, so nicht. Vielleicht beim zweiten Anlauf? Ah, nee, doch nicht. Okay, Sie sehen schon, einparken ist für mich ziemlich nervenaufreibend. Erst Parklücke finden und dann ohne Rempler in die enge Lücke. Kleiner Tipp unter uns, wenn es am Ende gar nicht klappen will, dann lieber den Mann machen lassen. Oder das Auto. Unser Auto kann das noch nicht, dafür aber dieses hier. Daimler und Bosch haben eine neue Einparktechnologie entwickelt. Der Fahrer muss da nicht mal mehr sitzen bleiben. Gut, mir hätte das beim Einparken auch nicht geholfen, denn das System wird es nur in Parkhäusern geben. Da gibt es Infrastruktur, die den gesamten Parkraum überwacht. Es gibt eine Karte, die genau darstellt, wo welche Hindernisse sind, wo welche Parkplätze sind. Und dann in Kombination mit dem Fahrzeug kann die Infrastruktur des Fahrzeugs in die entsprechende Parklücke navigieren. Man stellt sein Fahrzeug also in der sogenannten Drop-off-Area ab und gibt den Befehl fürs Parken einfach über Smartphone. Das Auto fährt alleine zum Parken. Ich kann shoppen gehen. Per Knopfdruck parkt es später auch wieder aus und kommt zu mir zurück. Für mich wäre so ein Auto ideal. Kein Stress mehr beim Einparken. Und auch für Sicherheit ist im Parkhaus gesorgt. Das wird uns im Test gezeigt. Wenn also ein Hindernis kommt, ob ein Kind, ein Mensch, ein Kinderwagen, ein Ball, was auch immer, dann erkennt die Infrastruktur das über die Kameras und das Fahrzeug stoppt automatisch und wartet, bis dieses Hindernis dann wieder weg ist und fährt dann weiter. Die Pilotphase für die Technologie soll Anfang 2018 im Parkhaus des Mercedes-Benz-Museums starten und 1 bis 2 Jahre dauern. Danach soll das fahrerlose Parken in Serie gehen und mir solche Szenen zumindest im Parkhaus ersparen. Wir bleiben mobil, kommen aber zurück in die Gegenwart. Flugzeuge, Bahn und Co., damit fahren jährlich Tausende von Touristen in Urlaub. Für das Ehepaar Fram aus Bernhausen in Filderstadt kommen diese Reisemobile aber nicht in Frage. Und dennoch wollen sie quer durch Deutschland reisen. Von hier los, dann fahren wir ein Stück am Rhein hoch, dann durch den Odenwald, durch den Spessart. 1450 Kilometer bis nach Norderney und zurück und das mit diesem Gefährt. Satte 11 PS bringt der alte Kramer auf die Straße und erzielt damit eine Höchstgeschwindigkeit von sage und schreibe 18 Stundenkilometer. Damit kreuz und quer durchs Land zu reisen, stößt anfangs nicht bei beiden auf Gegenliebe. Dass du mit dem Traktor fährst, das ist ja, also hast ja einen Vogel. Vor ein paar Jahren haben die beiden den Traktor gekauft, damals noch in marodem Zustand und für Paarausflüge keinesfalls geeignet. Damit seine Frau überhaupt mit Pferd hat, Karl-Heinz anschließend nicht nur verbale Überzeugungsarbeit geleistet. Habe ich dann hier einen Sitz angebaut. Das ist ein alter Sitz von einer Grasmähmaschine. Und damit sie bequem sitzen kann, habe ich dann auch noch einen Fußschemel hingemacht, damit die Beine nicht in der Luft hängen. Nach Norderney hat Karl-Heinz 9 Tage eingeplant, mit Vesperpausen und Übernachtungen. Dabei sitzt dem Ehepaar auch immer die Zeit im Nacken, denn das Hotel auf der Insel ist schon gebucht. Und dennoch wollen sie sich dieses gemütliche Fahren nicht nehmen lassen, obwohl es manchmal dabei doch zu ungewöhnlichen Begegnungen kommt. Dabei sind natürlich die Radfahrer schneller wie wir, die uns immer überholen. Bergauf packen wir sie, aber dann am Berg ab. Da rauschen sie wieder an uns vorbei und freuen sich, dass sie doch schneller sind wie wir. 8 bis 9 Stunden täglich werden sie an den folgenden 9 Tagen nun auf dem Traktor verbringen. Auch wenn Karl-Heinz dann ab und zu mal die Augen zufallen, einen Fahrerwechsel gibt es nicht. Nein, ich übernehme das nicht. Das ist mir zu kompliziert, vor allen Dingen am Berg und also das, nein, das muss mein Mann machen. 11 Tage Urlaub verbringen die beiden dann auf der Ostfrieseninsel, dann geht es wieder zurück über eine neue Route, die sogar noch länger dauert. Na, hoffentlich geht dem 62-jährigen Oldtimer bei dieser Schwerstarbeit dann nicht die Puste aus. Wir wünschen auf jeden Fall den Frams und allen Reisenden gute Fahrt bzw. guten Flug. Das nächste Thema findet etwa 70 Kilometer südöstlich statt. Beim diesjährigen Nabada in Ulm waren neben den zahlreichen Themenbooten auch 2500 feiernde Menschen auf und vor allem in der kalten Donau unterwegs. Die meisten davon im Neoprenanzug. Wir haben eine Gruppe mit ihrem Spaßboot bzw. Spaßfloß auf dem Wasser begleitet. Und was auf dieser wilden Fahrt so alles passiert ist, das erfahren Sie im nächsten Bericht.
Super mit meiner Gruppe. Es ist jedes Jahr eine schöne Gaudi. Es ist immer schön, die engsten Freunde wieder hier in Ulm vereint zu sehen und dann noch zusammen hier beim Nevada. Das Schönste an Nevada ist die Ausgelassenheit in der Stadt einfach. Alle Menschen sind locker, alle sind gut drauf. Es ist einfach echt der schönste Feiertag im Jahr. Also Nevada ist der Hammer. Holger, du bist mein Kapitän heute. Beschreib mal euer wunderschönes Kunstwerk, was da an der Donau liegt. Ja, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Wir haben quasi alle Paletten, die wir gefunden haben, zusammengeschraubt und seit 4 Jahren fährt es, nicht als U-Boot, sondern tatsächlich über Wasser. Wir sind auch wieder überrascht. Ja, was unter was für einem Motto steht ihr dieses Jahr? Es hat was, ich vermute mal ganz schwer, es hat irgendwas mit Farben zu tun bestimmt, oder? Du bist so ein schlauer Typ, ja? Wahnsinn, du machst mir einen sehr intelligenten Eindruck. Wahnsinn, gell? Bist schon zufrieden mit mir? Kann ich so mit auf euer Boot? Oder fehlt mir noch ein bisschen Farbe? Es geht so, ja, da könnte man noch ein bisschen was, aber ich habe da was, du schon was vorbereitet. Dann, so was ganz machen. Zufällig. Guck mal, die Seite ist ja schon okay, aber die Seite hat echt noch Potenzial. Ja? Oh. Jawohl! Fluch der Donau, sozusagen. Ja, richtig, genau. Gut. Weißt du dein Fazit vom Nahbade 2017? Das ist das gleiche wie jedes Jahr. Ja. Und es ist, man darf es einfach nicht verpassen. Ja. Und das Nahbaden, für mich ist es was, wo ich sage, das gibt es leider einmal im Jahr. Ja. Und es soll es viel öfter geben, das zu leben, dieses Spirit einfach. Und das ist schade, dass es nur einmal im Jahr gibt. Ja. Während auf und an der Donau gestern also kräftig gefeiert wurde, haben im Hintergrund viele fleißige Hände dafür gesorgt, dass alles reibungslos funktioniert und jeder sicher den Tag genießen konnte. Alleine in Ulm waren über 300 ehrenamtliche Rettungskräfte von DRK, ASB und der Notfallseelsorge bis tief in die Nacht im Einsatz. Wir haben sie begleitet. Es ist kurz nach 14 Uhr. Während die ersten Schachteln und Boote bereits auf der Donau unterwegs sind, treffen sich die Rettungskräfte zur Lagebesprechung in der Einsatzzentrale an der Gänstorbrücke. Polizei, Rotes Kreuz, DLRG, Arbeiter-Samariter-Bund und Notfallseelsorge gehen noch einmal den aktuellen Einsatzplan durch, besprechen letzte Feinheiten. Unter ihnen auch Jochen Knorr. Er ist heute Einsatzleiter und Ansprechpartner für die über 300 Rettungskräfte auf der Ulmer Seite. Sie alle sind ehrenamtlich im Einsatz. Nicht immer ganz einfach, so viele Helfer im Vorfeld zu motivieren. Es ist Arbeitszeit, die Kollegen müssen sich teilweise frei nehmen, aber sie machen es ja auch gerne. Und von daher ist es so ein Balanceakt zwischen ich kann, ich will, ich muss, ich soll. Von daher, aber es geht immer wieder. Für Jochen Knorr bedeutet der heutige Tag vor allem eins: Laufen, laufen, laufen. Immer wieder geht er die einzelnen Einsatzstationen ab, schaut, ob die Kollegen ausreichend ausgerüstet sind, hilft, wenn es brenzlig wird. Die Rettungskräfte sind während des Nahbades zu Fuß mit Notfallrucksäcken in der Stadt unterwegs, um so schnell wie möglich helfen zu können. Es ist auch Material drin, um die Erstversorgung vor Ort dementsprechend zu gewährleisten. Von einem Infusionssystem, wenn man das wirklich legen müsste, wo man dann auch die anderen Rettungskräfte unterstützen kann. Aber auch ganz einfache Sachen wie Verbandszeug, um kleinere Schnittwunden oder Platzwunden zu versorgen. Neben den mobilen Einsatzteams wurden am Münster und am Marktplatz auch 2 Einsatzzentralen eingerichtet. Hier kann im Prinzip alles behandelt werden, bis zu einem akuten wirklichen Notfall. Es könnte theoretisch auch eine Reanimation durchgeführt werden. Da haben wir grundsätzlich alles da. Noch ist es an den beiden Stationen aber ruhig. Die Rettungskräfte können entspannt auf ihren Einsatz warten. Je später der Abend, desto mehr Einsätze gibt es aber. Für stark alkoholisierte Patienten wurde im Kornhaus eine eigene Station eingerichtet. Unter ärztlicher Aufsicht können sie hier ausnüchtern. So sollen die Krankenhäuser entlastet werden. Denn Alkohol ist ein immer größeres Thema. Man hat es ja heute Mittag auch schon gesehen, es wird angereist, teilweise aus Biberach, aus Heidenheim. Also es ist kein reines Ulmer Fest mehr von den Jugendlichen. Und es ist auch vor allem sehr viel hochprozentiger Alkohol im Spiel.
Am Münsterplatz muss unterdessen eine weitere, schwermontagstypische Verletzung behandelt werden. Ein junger Mann hat sich am Fuß verletzt, vermutlich durch eine Glasscherbe. Bis nachts um 1 Uhr sind die Rettungskräfte heute im Dienst. Danach muss noch aufgeräumt werden. Für die meisten geht es dann am Dienstag wieder ganz normal zur Arbeit. Kann man da den Schwermontag überhaupt noch genießen? Es ist anstrengend, aber es macht immer noch Spaß. Damit alle anderen auch Spaß am Schwermontag haben und sicher feiern können, sind sie auch nächstes Jahr wieder im Einsatz. Die Ulmer Rettungskräfte. Der Fall hat weit über die Grenzen von Weißensberg im Landkreis Lindau hinaus für Aufsehen gesorgt. Im Juni wurde in der 2.500 Einwohnergemeinde eine 22-jährige Frau getötet. Nun, nach einem Monat, hat sich der dringend Tatverdächtige der Kripo gestellt. Wenige Tage vor der Tat leben Opfer und mutmaßlicher Täter noch zusammen im gleichen Stockwerk dieses Mehrfamilienhauses. Am 19. Juni verabschiedet sich die 22-Jährige dann von ihrem Arbeitsplatz in die Mittagspause und kommt nicht mehr zurück. In der gemeinsamen Wohnung findet ihr Freund später ihren leblosen Körper. Schnell führt die Spur der Ermittler zu einem 34 Jahre alten Nachbarn. Er hat dort eine gemeinsame Wohnung gehabt mit seiner damaligen Lebensgefährtin, musste dort allerdings ausziehen. Wir gehen davon aus, dass er noch einen Zweitschlüssel besaß. Und auf die Frage, wie er das Opfer kannte, stellt sich nach unserem Kenntnisstand so dar, dass sie sich lediglich kannten wie Nachbarn eben. Also ich sage mal, vom Sehen her kannten sie sich. Bereits 2 Tage nach der Tat erlässt das Amtsgericht Kempten Haftbefehl. Doch noch bevor die Polizei den Mann festnehmen kann, flüchtet der tatverdächtige Serbe in seine Heimat. Es ist so, dass die Ermittler der Kripo Lindau recht konkret wussten, wo sich der Mann aufhält. Der Mann hat dann vor einigen Tagen Kontakt aufgenommen mit der Kriminalpolizei und auch mit einem Rechtsanwalt und hat seine Rückkehr nach Deutschland signalisiert. Am vergangenen Donnerstag nehmen die Ermittler den Mann dann am Flughafen Memmingen noch in der Maschine aus Belgrad fest. Wieso er sich gestellt hat und vor allem warum er die Frau getötet hat, dazu gibt es noch keine neuen Erkenntnisse. Insgesamt 14 Polizeiboote aus Deutschland, der Schweiz und Österreich haben am Wochenende Segelschiffe und Yachten auf dem Bodensee überprüft und dabei etliche Fehler und Vergehen von Freizeitkapitänen moniert. 35 Boote wurden beanstandet. Das häufigste Vergehen: Befahren der geschützten 300 Meter Uferzone, gefolgt von fehlender oder nicht gebrauchsfähiger Mindestausrüstung auf Booten, wie beispielsweise Rettungswesten. Weiteres Vorstandsmitglied geht. Im neuen Vorstand der fusionierten Volksbank Weingarten und Raiffeisenbank Ramsburg zur VR Bank Ramsburg Weingarten ist die frühere Volksbank nicht mehr vertreten. Entgegen der Planung hat der Aufsichtsrat auch Michael Buck nicht in den Vorstand berufen. Buck wird für die VR Bank nicht mehr tätig sein. Das teilte am Dienstag Vorstandssprecher Arnold Miller mit. Erst Ende März hatte die Nachricht für Aufsehen gesorgt, dass der langjährige Volksbank-Vorstand Wilfried Deile kurz vor der Fusion völlig überraschend ausgeschieden war. Über die Gründe schweigen alle Beteiligten bis heute. Auch im Fall Buck gibt es keine Stellungnahme. Blaue Blume plant den Umzug. Der Gemeinderat hatte im Februar entschieden, dass das Wohn- und Kulturprojekt Blaue Blume mit seinen Wohnwagen vor das denkmalgeschützte Heizhaus im Fallenbrunn ziehen soll. Der Umzug ist geplant, noch liegt aber keine Baugenehmigung vor, sagten die Studenten bei einem Pressegespräch am Montag. Die Stadt Friedrichshafen bestätigt das. Die Baugenehmigung sei bisher noch nicht erteilt, da eine letzte Stellungnahme einer Fachbehörde erst letzte Woche eingegangen sei, schreibt die Pressesprecherin der Stadt Friedrichshafen Monika Blank. Die Blaue Blume habe den Antrag auf Baugenehmigung auch 5 Wochen später als vereinbart abgegeben, ist im Rathaus zu hören. Jetzt hoffen die Studenten auf die rechtzeitige Genehmigung, denn sonst fällt der Umzug ins Wasser. Kompensation. Nach dem Verlust des Polizeipräsidiums soll in Tuttlingen die Direktion Polizeireviere und Verkehr angesiedelt werden. Das hat Staatssekretär Martin Jäger in einem Schreiben an den Tuttlinger Landtagsabgeordneten Guido Wolf mitgeteilt. Zudem soll die Abteilung Prävention personell aufgestockt werden. Das Präsidiumsgebäude soll, anders als zunächst angekündigt, nun doch nicht verkauft werden. Insgesamt dürfte Tuttlingen nach Einschätzung von Wolf etwa 50 Beamte verlieren. 155 würden im Landkreis Tuttlingen weiterarbeiten. Stefan Schnieder aus Ravensburg ist Rennschbesitzer. Für das kommende Wochenende hat er die Ehre, die baden-württembergischen Landesmeisterschaften im Westernreiten zu organisieren. Was er sich dafür alles ausgedacht hat und was überhaupt Westernreiten bedeutet, das erfahren Sie gleich bei uns im Journal BW.
Da sind wir zurück im Journal BW und wir stellen uns die Frage, gibt es Cowboys nur im Wilden Westen? Von wegen. Von Donnerstag bis Sonntag tummeln sich nämlich welche in Ravensburg und zwar auf der Schniederrensch. Da kämpfen sie sogar gegeneinander, wie meine Kollegin Jasmin Bühler herausgefunden hat. Wendige Galoppmanöver im Reining oder ruhige Geschicklichkeit im Trailparcours. Das ist von Donnerstag bis Sonntag auf der Schniederrensch in Ravensburg zu sehen. 4 Tage lang messen sich die besten Cowboys und Cowgirls aus Baden-Württemberg bei den Landesmeisterschaften im Westernreiten. 13 Titel werden bei den Erwachsenen vergeben, 8 bei den Jugendlichen. Es gibt unterschiedliche Disziplinen, in denen Pferd und Reiter geprüft werden, aber auch für Nichtreiter gibt es ein buntes Rahmenprogramm, wie Ranchbesitzer Stefan Schnieder verrät. So haben wir es eigentlich auch aufgebaut, dass wirklich auch viele Zuschauer kommen, die jetzt eigentlich auch nichts mit dem Reiten zu tun haben oder das Reiten nicht so ganz interessant finden. Wir haben an jedem Abend ein schönes Rahmenprogramm. Wir haben Kinderspieleland, wir haben Line Dancer da, wir haben diesen DVG Reining Cup und dann das Haupthighlight oder eines von diesen großen Highlights ist das Rennen Pferd gegen Mensch. Es ist wirklich für alle was geboten. Und wie gesagt, gutes Essen gibt's ja auch. Zum allerersten Mal finden die Landesmeisterschaften in Ravensburg statt. Für Stefan Schnieder eine Ehre und Bürde zugleich. Als ehemaliger Eishockeyprofi weiß der Schweizer, dass gute Vorbereitung bei so einem Event alles ist. Weil ich immer versuche, alles möglichst professionell zu machen, bin ich der Meinung, wenn man sich gut vorbereitet und möglichst alle Sachen im Vorfeld, wo man abklären kann, schon abklärt und versucht zu organisieren, dann hat man immer einen großen Vorteil und nicht auf den letzten Tag wartet, weil am letzten Tag kommen sowieso noch viele Sachen, die man nicht geplant hat und dann kann man die dann nämlich bewältigen. Die Meisterschaften werden tagsüber in der Halle und auf dem Außenplatz ausgetragen. Weitere Highlights gibt es am Abend. Am Donnerstag treten die sogenannten Turniertrottel gegeneinander an und am Samstag wird der DVAG Michael Lehmann Cup ausgetragen, der mit 1.000 Euro dotiert ist. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Das Wetter, das lässt ja gerade wirklich zu wünschen übrig. Und meine Kollegin Anna Gröbel, die tut mir richtig leid, die hat nämlich auch wahrscheinlich heute nichts Gutes für morgen kundzutun. Schönen guten Abend, ich begrüße Sie zum Wetter hier bei Regio TV. Das Tiefdruckgebiet Alfred hier über Ostdeutschland, das sorgte in einigen Teilen Deutschlands für heftigen Dauerregen. Keller, Straßen liefen voll und der Dauerregen, der kommt jetzt auch zu uns. In der Nacht, da schüttet es teilweise wie aus Eimern und auch tagsüber regnet es zunächst noch weiter. Und da kann lokal einiges an Regen zusammenkommen. 60 in Staulagen, über 90 Liter pro Quadratmeter sind da innerhalb von 24 Stunden möglich. Im Tagesverlauf zieht der Regen dann aber nach Bayern ab und von Westen her lockert es am Nachmittag immer mehr auf. Die Temperaturen steigen auf 16 bis 23 Grad. Donnerstag, Freitag gibt es dann nur noch wenige Schauer und schon bis zu 26 Grad. Und am Wochenende meldet sich der Sommer zurück. Die Temperaturen steigen sogar wieder bis auf 31 Grad. Schauer und Gewitter lassen aber nicht lange auf sich warten. Ja, danke Anna für diese tollen Aussichten. Das war's für heute mit dem Journal BW. Den Rest der Woche begrüßt Sie an dieser Stelle meine Kollegin Marion Geile. Und ich melde mich dann ab Montag wieder. Ihnen eine gute Zeit. Bis dahin.